Hallo zusammen, hier ist wieder Euchla und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir uns hier in Cortia erspielen können. Und zwar ist das hier, die uralte kortianische Rune. Und wo wir die herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes solltet ihr wissen, dass es hier in Corfia einen Haufen Kisten gibt. Und diese Kisten könnt ihr euch unter anderem mit einem Addon anzeigen lassen. Und zwar ist das Shadowlands und Shadowlands Handy Notes. Und diese Kisten haben quasi einen täglichen Lockout. Manche, also es gibt immer verschiedene Sets. Hier gibt es ein Set, hier gibt es ein Set an Kisten, hier gibt es welche. Ich habe die meisten schon aufgemacht, wenn man quasi diese Sets schon aufgemacht habt, dann werden sie jetzt mit dem Addon zum Beispiel nicht mehr angezeigt. Ja? Aber man hat auf jeden Fall sehr viele Kisten hier und aus diesen Kisten kann eine Quest raus droppen, und zwar schimpft sich diese Quest Runenmarker des Wahrsagers. Die kann ich euch jetzt hier mal reinziehen, und für diese Quest müssen wir 20 von diesen Runenmarker umwandeln. Und woher bekommen wir? Wir müssen mehr Kisten aufmachen. Heißt, ihr lauft rum, macht ein paar Kisten auf, ihr kriegt die Quest aus diesen Kisten raus. Das sind übrigens nicht nur Kisten, sondern es sind auch so Vogelnester und irgendwelche Sachen, die auf dem Boden rumliegen. Also es ist immer so ein bisschen lila, man sieht das relativ gut. Es sind natürlich auch Kisten dabei, die klickt man an und da gibt es dann diese Runenmarker raus. Und wenn man 20 Stück umgewandelt hat, also man hat dann so ein Item und mittels des Items kann man dann diese Runen umwandeln. Also man muss da leider ein bisschen mehr als 20 Kisten leider aufmachen. Und dann hat man irgendwann die Quest fertig und als Belohnung gibt es dann unser kleines Toy. Bei mir hat es, glaube ich, 2 oder maximal 3 Tage gedauert, die Runen fertig zu kriegen aus den Kisten. Also wenn man da halbwegs die Dinger mitnimmt, dann geht es relativ zügig. Das gibt man dann hier ab im Lager und dann gibt es auch schon das Toy. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, was das Toy kann. Und zwar lernen wir das jetzt hier einmal. Und dann gucken wir mal rein. Und zwar uralte... Halt, da haben wir es. Benutzt, werft die Runen, um das Schicksal zu enthüllen. Okay, und das Ganze hat 20 Sekunden Abklingzeit. Wir werfen jetzt mal die Runen. Und dann liegen die hier so am Boden. Und wir haben jetzt quasi hier einen Text im Chatfenster. Und zwar, die geworfenen Runen sind die Königin umgekehrt, der Schlund umgekehrt, der Tod umgekehrt. Okay, I don't know. Das kann man, glaube ich, da gibt es mehrere Sets, die da kommen. Jetzt machen wir das mal nochmal. Okay, die Runen sind geworfen, Tod umgekehrt, der Schlund aufrecht, der Erlöser aufrecht. Was das jetzt auch immer bedeuten soll, weiß ich nicht. Aber wir haben dann wieder ein Toy mehr mit. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende von dem ganzen kleinen Video. Wie gesagt, wenn ihr auch die Addons haben wollt, dann Shadowlands und Handy Notes und Handy Notes Shadowlands, so rum. Und dann müsst ihr aber hier auch die verschiedenen Sachen, die ihr tracken wollt, müsst ihr die Haken quasi reinmachen. Okay, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.